Hallo zusammen, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe Ländle TV der Tag. Heute mit diesen Themen. Wir waren bei einer Veranstaltung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes mit dabei. Im Studio zu Gast ist Diana Milojevic von der Vorarlberger Schülerunion. Und mit dabei natürlich die aktuellen News-, Sport- und Wetterinformationen. Am vergangenen Donnerstag fand in Hittisau eine Veranstaltung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes statt. Alles drehte sich um das Thema der Tourismusstrategie 2020 in Vorarlberg und wir haben uns unter die Leute gemischt. Jetzt Nägel mit Köpf für die Vorarlberger Tourismuswirtschaft. So lautet der Slogan der Veranstaltung, die vom Wirtschaftsbund Vorarlberg am Donnerstag im Bregenzer Wald durchgeführt wurde. Im Hotel Schiff in Hittisau wurde noch einmal näher auf die Tourismusstrategie 2020 eingegangen. Die Ziele sind dabei hoch gesteckt. Regionalität, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft möchten wir Nummer 1 werden in Europa. Das ist ein Innenziel. Wir möchten besser sein als die anderen um uns herum, die Länder und die Regionen. Und wir glauben, dass in diesem Bereich unsere große Chance im Wettbewerb der Zukunft ist, stärken. Und jetzt haben wir natürlich auch Forderungen definiert für das Land, wo wir wissen, dass im Land, in Bregenz entschieden werden kann, sonst ist es oft Brüssel-Wien, was in Bregenz umsetzbar ist und sind da in vielen Projekten unterwegs, im Bildungsbereich ganz massiv, bei Vorarlberg Tourismus in der Umstrukturierung, in Richtung Standortmarke, ein spannendes Thema. Wir haben Tourismusfinanzierung und Förderung angesprochen, Regionalpartnerschaft mit der Landwirtschaft zusammen und Deregulierung und Bürokratieabbau. Das ist nämlich so ein Thema, das uns auch so beschäftigt. Und ja, sind wir gut unterwegs. Die Aussichten sind also durchaus gut und auch von Seiten der Politik gibt es klare Ansätze. Steuerentlastung muss kommen auf der Bundesseite, Bürokratieabbau im Land, auch die Einrichtung eines ständigen Ausschusses dazu. Und dann ein ganzes großes Thema ist die Frage der Ausbildung. Da gibt es ein eigenes neues Konzept auch, das finde ich sehr spannend ist, mit uns gemeinsam ja auch entwickelt wurde. Da müssen wir jetzt auf den Bund zugehen und dann gibt es auch Hausaufgaben im Lande. Also ich meine, dass wir dort im Bereich der Bildung für die Ausbildung der jungen Leute im Tourismus noch für die Zukunft sehr viel tun können. Eine reife Konzeption liegt vor. Es bleibt eine Aufgabe der nächsten Periode, das umzusetzen. Umsetzen, ein gutes Stichwort. Da ist laut Hans-Peter Metzler seit der Bekanntgabe der Tourismusstrategie 2020 eine echte Energie spürbar. Wir haben viele Betriebsinhaberinnen, Inhaber und führende Mitarbeiter, die uns helfen bei den Projekten, die wir in der Kammer initiiert haben, die uns helfen, in die Umsetzung zu kommen. Tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kammer. Und da spürt man Energie. Da spürt man wirklich, wir wollen, weil wir ein großes Ziel haben. Ohne ein Ziel ist die Energie nicht so da. Oder? Und das ist ein Innenziel. Wir möchten einfach beim Hochsprung, sagt man so schön, die 20 cm über die 2-Meter-Latte, über die springen relativ viel, aber 2,20 wird eng und da möchten wir drüber. Und das ist viel anspruchsvoller als wie von 1,60 auf 1,80. Der gemeinsame Drive ist im gesamten Land also spürbar und hinterließ bereits die ersten Spuren. Die Tourismuswirtschaft hat sich in Vorarlberg in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut entwickelt. In weniger als 10 Jahren haben wir 1 Million Nächtigungen mehr. Wir haben große Investitionen im Bereich Infrastruktur, im Bereich Hotellerie, im Bereich Gastronomie. Aber wir sind nicht frei von Problemen und es geht daher darum, durch strategische Weichenstellungen künftig den Erfolg zu gewährleisten. Und mit der Tourismusstrategie wollen wir jene Punkte ansprechen, die entscheidend sind, um auf den Märkten von morgen Erfolg zu haben. Der Tourismus im Land sollte also auf eine rosige Zukunft hinsteuern. Die Nägel mit Köpf dazu werden in naher Zukunft gemacht werden. Soweit also zur Tourismuswirtschaft in Vorarlberg und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Und dann begrüßt mein Kollege Marc Gechter hier bei uns im Studio Diana Milojevic von der Vorarlberger Schülerunion. Es geht um die Podiumsdiskussion am kommenden Montag in Dornbirn. Handtaschendieb in Dornbirn. Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in Dornbirn einer 95-jährigen Frau die Handtasche geklaut. Die Dame war zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein Mann mit dem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und ihr die Handtasche entriss. Die Frau wurde zu Boden gerissen und zog sich Schürfwunden im Gesicht zu. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Und Verfahren nach Zwergenklau eingestellt. Nachdem die Vorarlberger SPÖ den Diebstahl von hunderten Zwergen zur Anzeige gebracht hatte, wurde das Verfahren nun eingestellt. Der Tumult um die Werbefiguren zur Landtagswahl der SPÖ schaffte es sogar international in die Medien. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem Studiogast. Jetzt bei uns Diana Milojevic von der Schülerunion Vorarlberg. Hallo Diana, servus. Hallo.
Grund für deinen Besuch ein ganz besonderer. Klartext steht an, eine riesengroße Podiumsdiskussion am Montag in Dornbirn. Ich glaube, eine tolle Sache, das kann man schon im Vorfeld sagen, oder? Genau, ja. Also wir freuen uns auch schon, haben viele Anmeldungen und es wird wirklich eine große Veranstaltung. Volles Haus ist angesagt, auch wir werden ja in Kooperation mit Volle.de übertragen im Livestream. Um was geht es ganz genau? Es geht darum, politische Bildung einfach näher an Schülerinnen und Schüler zu bringen. Sie haben auch die Möglichkeit, mit Politikern persönlichen Kontakt zu treten. Sie können sich auch auf Infomessen, damit beschäftigen, mit bildungspolitischen Themen und so weiter. Und ja, es geht einfach quasi um politische Bildung. Also rund um Politik wird alles geboten. Dabei sind, glaube ich, auch wirklich die Hochkaräte der Landesregierung. Genau, es sind die Spitzenkandidaten von der Parteien. Also alle Parteien mit dabei, wird eine spannende Sache. Ja. Kurz zu deiner Person, du bist Pressesprecherin der Schülerunion. Wieso interessierst du dich so sehr oder wieso machst du so sehr Politik? Also erstens einmal, Politik interessiert mich generell extrem. Zweitens ist mir auch Engagement wichtig. Ich möchte was tun in meiner Freizeit und es macht mir extrem viel Spaß. Es macht mir Spaß zum Organisieren, zum Schreiben, drum auch Presse. Und ja. In diesem Sinne wünsche ich mir viel Erfolg am Montag und hoffentlich eine ordentliche Diskussion. Ja, hoffe ich auch. Soweit also Diana Milojevic und bei uns geht's weiter mit aktuellen Sportnews. Auftaktsieg für Österreich beim Tennis-Davis-Cup-Duell gegen Lettland. Im ersten Spiel feierte der Wolfurter Martin Fischer einen klaren 6:3, 6:3 und 6:2 Erfolg über Andis Juska und sorgte so im Duell gegen Lettland für den ersten Punkt. Und neuer Verein für Fußballprofi Georg Margreiter. Der Montafoner wird von seinem Club Wolverhampton Wanderers an den englischen League One-Verein Chesterfield FC verliehen. Margreiter kickt also ab sofort in der dritten englischen Liga. Soweit also zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt bei uns. Trotz schwieriger Wirtschaftslage, Vorarlberger Industriebetriebe investieren 500 Millionen Euro in den Standort. Wegen fahrlässiger Gefährdung wurde am Bezirksgericht Bregenz ein Tschetschene verurteilt, der bei der Fahrt zu einem Hochzeitsfest einen Unfall verursachte. Und noch eine Woche bis zur Wahl. Die Spitzenkandidaten werden ab sofort per SMS befragt und müssen auf 160 Zeichen eine Antwort finden. Das war's dann schon wieder mit der heutigen Ausgabe Ländertv der Tag. Es folgt jetzt noch das Wetter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei waren und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Gemeinsam stark mit Regional-TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad, der Wind weht mit 6 km/h aus Südosten. Der Samstag bringt neuerlich starke bis geschlossene Bewölkung und Regen, der aber gegenüber der Nacht deutlich nachlässt. Es kommt zu immer längeren Niederschlagspausen. Am Nachmittag dürfte die Bewölkung auch schon etwas auflockern, vor allem im Bodenseeraum und im Rheintal. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad, die Höchstwerte 15 bis 21 Grad. Am Sonntag gibt es auch im Bergland schon zunehmend Auflockerungen und teilweise Sonnenschein. Vom Rheintal bis ins Montafon überwiegend schon sonnig. Bei Tiefstwerten von 8 bis 11 Grad und Höchstwerten von 18 bis 20 Grad. Am Montag dürfte sich überwiegend sonniges Wetter einstellen mit einigen Quellwolken im Bergland. Diese sollten aber in der Regel harmlos bleiben. Und am Dienstag ist es dann bewölkt bei Temperaturen von 13 bis 23 Grad.